Willkommen zu Focus News. In Amerika, Washington DC, wurde Anfang Mai im Weißen Haus der Gehörlose Dmitri Kanevsky geehrt. Sein Tätigkeitsbereich ist die Kommunikationstechnologie. Dmitri wurde in Russland geboren, übersiedelte später nach Israel und dann nach Amerika. Dort arbeitet er für das Forschungszentrum der großen Firma IBM. Dmitri ist Mathematiker und sein Ziel ist es, Kommunikationsprobleme von Hörbeeinträchtigten zu lösen. Er forscht vor allem im Bereich der automatischen Spracherkennung. Er hat zum Beispiel eine Technologie entwickelt, mit welcher Gehörlose telefonieren können. Dabei wird die gesprochene Sprache automatisch in Text umgewandelt, welcher auf einem Monitor gelesen werden kann. Auch anderes hat er entwickelt, beispielsweise eine Brille, mit welcher Gehörlose das Gesagte eines Gegenübers als Text lesen können. Er hat viele Neuentwicklungen realisiert, das Problem ist aber, dass es nur Prototypen sind. IBM wollte in diese Produkte investieren, sie erwarten aber einen Gewinn von mindestens $1 Milliarde. Sie haben dies alles berechnet und vermuten lediglich einen Gewinn von unter $1 Milliarde zu erzielen. Deshalb hat sich IBM zurückgezogen. Nun wird nach einer Firma gesucht, welche bereit ist, diese Technologien umzusetzen. Der gehörlose amerikanische Schwimmer Marcus Titus wird an den Qualifikationen für die Olympischen Spiele in London teilnehmen. Dies in den Disziplinen 100 und 200 Meter Brust. Für die Startsignale müsste Markus immer zur Seite schauen, was die Konzentration stark erschwert. Er setzte sich ein und kämpfte für deutliche Handzeichen, welche ihm klar signalisieren, wann er auf den Startblock steigen muss. Früher hat der amerikanische Verband im Reglement solche Handzeichen nicht erlaubt. Nun wurde das Reglement geändert und die Handzeichen sind erlaubt. Aber FINA, der Dachverband aller nationalen Sportverbände für Schwimmen, zum Beispiel das Wasserspringen, Wasserball, Schwimmen und alle diese Disziplinen, der FINA, der für alle diese Reglemente verantwortlich ist, ist noch unsicher. Er kämpft jedoch weiter, sein Ziel ist die Gleichberechtigung. Der vierjährige Anthony Smith hört auf dem rechten Ohr nichts, und links nur ein wenig. Bald geht er zur Schule und sollte dafür blaue Hörgeräte tragen, um sich daran zu gewöhnen. Anthony ist stur und will dies nicht. Als Fan von Comic-Superhelden hat er gesehen, dass diese alle keine blauen Hörgeräte tragen und er will sein wie sie. Seine Vorbilder sind Spider-Man, Hulk und Iron Man. Die besorgte Mutter Christina hatte eine Idee und sie hat eine E-Mail mit einer Bitte um Unterstützung an die Firma Marvel geschrieben. Daraufhin hat ein Zeichner die Comicfigur Hawkeye mit einem blauen Hörgerät für Anthony gezeichnet und ihm geschickt. Seither trägt er die Hörgeräte fleißig und seine Mutter ist glücklich. Die Schule organisiert eine Woche zum Thema Superhelden. Anthony wird sich verkleiden wie sein Vorbild Hawkeye. In der Romandie gibt es eine neue Homepage mit Gebärdenvideos. Ihr Name ist S5. Vorher hieß sie VSR, Vidéo sur Roman. Da sind einige Leute ausgetreten. Noch früher hieß sie Zoom S. Auch damals sind bereits Leute ausgetreten. Nun wurde neu S5 mit 5 Personen im Team gegründet. Die verschiedenen Moderatoren können Sie auf der Homepage www.s-5.ch sehen. HNO, die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, hat ein neues Angebot eines Hörimplantates. Kein CI, sondern ein neues Knochenleitungsimplantat, englisch Bone Bridge.
Dieses Implantat befindet sich nicht innen oder außen am Knochen, sondern außen auf der Haut. Also nicht in der Schnecke, sondern außen auf der Haut. Diese wurde erstmals vorgestellt und ist für Leute ab 18 Jahren. Die Voraussetzung ist ein Hörrest. Für Kinder wird zurzeit noch geforscht und getestet. Der Vorteil ist, dass Bonebridge für Leute passt, welche keine Hörgeräte tragen können, weil sie keine Ohrmuschel oder keinen Gehörgang haben. Das war's von Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.